So Leute, hallo und herzlich willkommen zu dem lang erwarteten Q&A-Video, was ich angekündigt habe. Ich weiß, viele von euch haben Fragen gehabt und ich habe es lange nicht gemacht, aber jetzt ist es endlich da. Ich habe euch auf Twitter nämlich gefragt unter Hashtag WasJetztVeni, was ihr von mir wissen wollt jetzt nach Varo. Es sind viele neue Zuschauer da und ich dachte, vielleicht kann ich ein paar Fragen beantworten, die vielleicht ein bisschen allgemeiner sind. Ein paar Fragen, die meinen Kanal betreffen und meine Zukunft generell und auch für 2017, denn wir haben ja jetzt den Anfang des neuen Jahres. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fragen ich tatsächlich in diesem Video beantworten kann und werde. Ich habe aber einen AskFM-Account, also wenn ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, dann könnt ihr die gerne dort stellen. Oder falls ihr mehr Q&A-Videos wollt, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen oder lasst da oben da, keine Ahnung, irgendwas. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit der Frage, die am allerhäufigsten gestellt wurde. Da habe ich jetzt auch kein konkretes Kommentar. Und zwar, wann kommt der Varo 4 Intro-Song raus? Das ist relativ simpel beantwortet, wenn er fertig ist. Also der Varo 4 Intro-Song, wer das nicht weiß, wurde extra produziert für Varo 4 und auch nur der Intro-Part, also das, was ihr gehört habt, immer in den Intros. Aber der wird jetzt, weil er euch so gut gefallen hat, fertig gemacht und anschließend kommt er dann auf Good Life Music Online. Ein genaues Datum gibt es dafür, wie gesagt, noch nicht, aber ich schätze mal, das wird in den nächsten Wochen passieren. Und Good Life Music ist mein Musikkanal, wer den noch nicht kennt. Dort werden Tracks von dem Label hochgeladen, das ein Freund von mir hat. Das gehört ihm. Und wir laden dort eben die Musik hoch und extrem coole Musik auch. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir haben jetzt, glaube ich, 27.000, 28.000 Abonnenten und einige von euch feiern das echt schon hart. Da ist auf jeden Fall der Großteil der Musik, die ich in meinen Videos benutze. Die nächste Frage ist von @orjuicy. Hashtag WasJetztVeni. Wie wird es mit deinem Kanal jetzt nach Varo weitergehen? Zum Beispiel, welchen Content wirst du jetzt so bringen? Die Frage habe ich auch sehr oft gelesen. Leute fragen mich, wird jetzt wieder häufiger Minecraft kommen? Spielst du wieder Craft Attack? Kommt PvP? Was ist mit LOL? Bringst du mal wieder CSGO? Etc. etc. pp. Die Frage ist simpel beantwortet. Ich bin ab Februar, glaube ich, ist das Datum, wann das startet, in einem neuen Projekt von den Buddies dabei. Wenn ihr mehr Infos darüber wissen wollt, dann schaut bei denen vorbei. Ich glaube, die haben da schon mal ein Video drüber gemacht oder werden frühestens jetzt irgendwann eins machen. Das ist mit vielen anderen YouTubern. Bis dahin werde ich jetzt vereinzelt Videos bringen. Jetzt nach Varo werde ich ein bisschen runterfahren. Ich werde vermutlich alle zwei Tage ein Video bringen, weil ich auch alle zwei Tage etwas streamen werde. Also es gibt jeden Tag ein Content von mir. Und das wird sich ein bisschen durchmischen. Ich glaube, ich werde ein bisschen Craft Attack machen, sowohl im Stream als auch in Videos, weil ich zum Beispiel auch die Sunny fertig bauen möchte. Ich weiß aber nicht, wie weit ich das Projekt noch machen will und werde. Es wird zusätzlich andere Minecraft-Sachen geben, eventuell ein bisschen PvP oder so Videos mit dem anderen. Und ich habe auch vor, ein bis zwei LOL-Videos oder halt andere Sachen zu bringen. Vielleicht auch mal wieder einen Vlog. Falls ihr aber alle Updates haben wollt, wann ein Video von mir rauskommt, wann ich streame, dann joint meinen Discord-Server. Das ist der erste Link in der Beschreibung jetzt. Wenn ihr da draufklickt, dann, das ist komplett kostenlos, kommt ihr auf den Server und könnt euch das für die Handy-App runterladen, für alles mögliche. Und dort werde ich immer alles posten in einem extra Channel, wo nur ich schreibe, wann ich live bin, also wann ich streame und wann ich ein Video hochlade. @NoctisTV fragt, wie hat sich der Varo-Sieg angefühlt? Also ich muss sagen, es war nicht so krass wie die Tode. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte bisher immer andere Gefühle bei Varo. Es ist immer in dem Moment krasser, als man sich eigentlich vorstellen kann. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann denkt ihr auch alle, hat der einen Schaden? Das ist ein Spiel. Aber dir schauen einfach eine 250.000 Leute mindestens pro Folge zu, wie du das spielst und fiebern mitten. So, das ist halt wie eine kleine Serie, kannst du sagen. Und deswegen ist das selbst auf dich als Hauptprotagonist schon ein gewisser Druck, der sich darauf auswirkt. Und das ist schon ein bisschen besonders. Und da Varo 2, als ich gestorben bin, war das definitiv sowas, das Gefühl ist mir ziemlich lange nachgehangen. Da habe ich auch dieses Resümee-Video gemacht, wo ich davon immer noch ziemlich betroffen war. Aber mittlerweile muss ich sagen, bei Varo 3 war das nicht so heftig. Da war ich eher so angepisst, weil wir durch die Border gestorben sind. Und bei Varo 4, das war einfach so, holy shit, wir haben es geschafft. Es war schon ein Moment der Befreiung, Glücksgefühl, aber es war jetzt nicht so krass, wie als zu sterben. @AaronBoo2411 fragt, könntest du mal H1Z1 mit @HandOfBlood spielen? Wäre mal eine Alternative. Max, hast du Bock auf H1Z1? Spaß beiseite, kann ich natürlich gerne mal machen, wenn Max da Bock drauf hat. Ich habe das Spiel ja ziemlich viel mit Kevin, also Papa Platte, gespielt und bis jetzt aber noch nie so eine richtige Folge auf YouTube hochgeladen. Eventuell gibt's das mal, ja. @xLetsLea fragt, wie lange wird der Zickzack-Hoodie verfügbar sein? Will mir demnächst einen holen, nicht dass er da schon weg ist. Okay, jetzt mal ein ernstes Wort. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich will was zu Valioso sagen. Also wer das nicht kennt, Valioso ist das hier, wo wir die Shirts zum Beispiel herstellen, das ist ein Shirt davon. Das ist ein Wiener Jungmode-Label, mit denen ich zusammen arbeite, um eben meine Merch zu produzieren. Wir hatten da dieses Mal ein paar Probleme. Es war extrem viel, was ihr bestellt habt über die Weihnachtszeit. Und wir haben keine fixe Produktionsstätte wie große Firmen, weil das ist ein Zwei-Mann-Betrieb, kann man sagen. Das wird alles manuell eben Handarbeit verpackt, bedruckt in Wien und weggeschickt und deswegen haben wir auch so eine lange Lieferzeit von 4 Wochen. Und dieses Jahr war es einfach so, wir hatten eben keinen fixen Hersteller, sondern wir haben das von all over the world praktisch die Sachen bestellt, die Stoffe, um die dann hier zu bedrucken und alles. Und die Hersteller, die wir uns vorher rausgesucht haben, da war so die Rede, ja, wir haben 300 Stück Lager und ist alles easy. Und ihr habt einfach so krass bestellt, dass jeder Hersteller, bei dem wir was hatten, einfach kein Zeug mehr hat. Und über Weihnachten ist dann so ein Lieferengpass entstanden, dass die Sachen sich so lange verzögert haben. Und alleine, dass da eine Person hintersteht und ich dann halt noch, ist halt ein Ding, was bei einer Menge an Bestellungen, wie es jetzt hier der Fall war,
nicht tragbar ist. Und so leid es mir tut, muss ich dann jetzt sagen, dass wir Valioso beenden müssen. Das bedeutet, es wird keinen Merch mehr von mir geben erstmal. Vielleicht wird es das irgendwann mal wieder mit einer anderen Firma gemeinsam geben, aber es ist einfach in dem Ausmaß nicht mehr tragbar, weil es einfach zu viel Arbeit für die Anzahl an Personen ist. Was heißt das jetzt für euch? Keine Sorge, alle eure Bestellungen kommen noch an. Alles, was ihr bisher bestellt habt, kommt noch an. Alles, was ihr bis zum 23.01. bestellt, kommt noch an. Aber die Lieferzeit ist etwas höher. Wir haben jetzt gerade 6 Wochen eingestellt. Es liegt am Hersteller, wann wir wieder Sachen bekommen. Und ich hoffe, das ist relativ bald. Aber jeder, der jetzt noch bestellt, kriegt noch eine Autogrammkarte dazu, solange wir noch welche haben. Ich glaube, wir haben noch 200 oder so. Oder 300. Und alles wird noch ausgeliefert, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Es tut mir wirklich sehr leid, Leute, aber es ist einfach viel zu krass gewesen. Deswegen muss es da langfristig eine andere Lösung geben. Also, wer jetzt noch so ein Shirt oder irgendeinen von den Hoodies haben will, der Shop ist ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Bis 23.01., das ist mein Geburtstag, könnt ihr noch bestellen und dann wird alles ausgeliefert. Lagos Janis fragt, wirst du wieder reisen und auch Vlogs davon hochladen? Und gleichzeitig fragt auch Danger Godzilla, lädst du mal wieder ein bisschen mehr auf Insta hoch und dann kommen wieder Vlogs. Vlogs sind so ein Ding. Ich habe gesehen, der Dublin-Vlog zum Beispiel mit Kev und Xenia, der ist bei euch richtig gut angekommen. Der hat euch echt gut gefallen. Aber zum Beispiel habe ich letztes Jahr im Juni mal versucht zu Daily-Vloggen und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Aber das kam halt auch gar nicht an. Wahrscheinlich auch deswegen. Der Punkt ist einfach, ich will die Vlogs zu was Besonderem machen. Ich will nicht viel zu viel vloggen und ich kann auch nicht zu viel vloggen. Wenn ich jeden zweiten Tag vloggen würde, wie den er das zum Beispiel macht, dann sitze ich hier vor meinem PC. Ja, hi Leute, ich schneide jetzt wieder ein Video. Ja, ich mache jetzt einen Stream und ihr versteht schon, wo das hinführt. Ich würde gerne viel vloggen und dementsprechend auch viel reisen. Ein paar Reisen stehen eventuell schon an, aber es ist noch nichts Fixes. Ich versuche auf jeden Fall überall hin mitzunehmen. Und was für mich natürlich speziell cool wäre, wenn es mal irgendwie einen Trip gemeinsam mit anderen Leuten geben würde, mit denen ich mich super verstehe. Ob es jetzt YouTuber sind oder irgendwas anderes. Oder einfach nur so einen inspirationellen Trip. Auch einfach so, dream big. Wenn ich sagen würde, hey Sam Kolder, Bock irgendwo, kann ich mal bei euch mitkommen oder so. Oder irgendwie die anderen deutschen YouTuber, die reisen. Wenn irgendjemand damit Bock hat, so einen Roadtrip zu machen oder irgendwo hinzufliegen, sowas. I'm up. So, ich wär voll dabei. Aber das ist halt im Endeffekt immer dann ein bisschen mehr Wunschdenken, als es wirklich umgesetzt wird. Weil jeder hat ziemlich viel zu tun und es ist echt schwierig, da was zu organisieren, denke ich. Ed Marlies fragt, was war eigentlich dein VWA-Thema? Ich war in einer HTL, dort hat man keine VWA. Wer das nicht weiß, das ist jetzt österreichisches Schulsystem, also alle Deutschen, tut mir leid, ihr versteht wahrscheinlich nichts, ich halte es kurz. Ich hatte keine VWA, sondern eine Diplomarbeit und das Thema in unserer Diplomarbeitsgruppe war ein virtuelles Netzwerk, Management und Analyse Software Tool zu erstellen. Ja. Ed Steven Expert fragt, was hast du 2017 geplant? Ich würde gerne wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, viel mehr reisen. Ich würde versuchen, zumindest jeden Monat oder jeden zweiten wirklich mal eine Reise hinzubekommen, ob es so ein Wochenendtrip nach Dublin ist oder mal etwas längeres, so für eine Woche. Nur es ist immer schwierig, sich selbst eine Auszeit zu nehmen, weil man mit YouTube ja doch jeden Tag irgendwas arbeitet. Zum Beispiel, wenn ich jeden Tag ein Video mache und auch noch 3-4 Mal die Woche streame, dann ist es halt so. Dann mache ich einfach immer was. Ich würde das, wie gesagt, gerne machen. Ich würde auch voll gerne noch Skifahren heuer. Eventuell ergibt sich da noch was. Ich war nämlich schon echt lange nicht mehr im Winterurlaub. Aber prinzipiell gesagt, würde ich gerne viel mehr reisen. Ich würde strukturierter meine Livestreams angehen. Mehr Variety, was meinen Content angeht. Also Videos jetzt nicht wirklich nur noch only Minecraft oder mal, ich probiere mal LOL aus. Oh nein, Minecraft Video auch besser. Wieder zurück zu Minecraft. Ich will schauen, dass ich echt viel Alternative mache. @Mats1235 fragt, warum schaltest du bei einer 16 Minuten Varo-Folge immer 6 bis 8 Mal Werbung? Bei Otherwitz, die ich bei dem angeklickt habe, auch. Okay. Ich denke, viele von euch werden das Video von Montana Black gesehen haben, wo der darüber rantet, dass Leute viel Werbung schalten, also diese Mid-Rolls. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich glaube, ich sollte darüber ein eigenes Video machen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich dann ein eigenes Video machen soll. Wenn ihr irgendwo einen Kommentar seht, der das geschrieben hat oder so, dann votet den hoch, damit nicht so viel gespammt wird. Aber das ist echt kompliziert zu erklären. Wie ich es grundsätzlich sagen kann, wenn ich 6 bis 8 Mid-Rolls schalte, also diese Werbung, dann kriegt jeder, der das Video ohne Adblock anschaut, beziehungsweise fast jeder, 99,9% der Leute, nur eine einzige Videowerbung, also eine, die man überspringen oder nicht überspringen kann. Der Rest sind solche Rolls, die rauffahren, die man x'en kann, also diese Banner unten. Und das heißt, du kriegst trotzdem nur eine Werbung, aber ich krieg dadurch viel mehr Geld. Ich kann das gerne nochmal genau erklären, weil das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Wie gesagt, ich kann ein extra Video machen, wenn ihr wollt. So, und wie ihr vielleicht bei Varo mitbekommen habt, beziehungsweise Anfang Varo, habe ich mal einen Tweet verfasst. Den blende ich hier mal ganz kurz ein. Und ja, daraufhin hat der @03kianusch gefragt, und wann schneidest du deine Haare?